Einladungen anzufügen angehen. Einen kleinen Hinweis möchte ich geben, den Vertreter der japanischen Mannschaft, jetzt in der Gewichtsklasse bis 60 Kilogramm, Takeshi Matsuki, hat in Bremen jetzt letztes Wochenende das Turnier gewonnen für sich. Also Carola nimmt Kai. So, wir haben jetzt die Gewichtsklasse bis 66 Kilogramm. Da steht sich gegenüber Toni Rohr gegen Hals. Diesem Jahr hatte sich die japanische Mannschaft als besonders stark in Bremen ausgestellt. In den 8 Gewichtsklassen haben die alleine 5 goldene Medaillen geholt und eine silberne. Und die Kasachen waren die zweitbeste Mannschaft in den entsprechenden Ranking der Nationen. Wir haben eine goldene und 3 silberne und den dritten Platz hat die deutsche Mannschaft. Also wir haben tatsächlich hier die 3 besten Mannschaften mit des Turniers aus Bremen. Das war das 3:0 für die japanische Mannschaft. Es geht jetzt weiter in der Gewichtsklasse bis 73 Kilogramm. Da steht sich gegenüber Nakara und Ankor. Der japanische Kämpfer Yuki Nakagawa gehörte zu den 5, die in Bremen eine Goldmedaille geholt haben. Geht jetzt weiter, Gewichtsklasse bis 81 Kilogramm, steht sich gegenüber Kitano gegen Edouard Tortier. Der Vertreter aus der japanischen Mannschaft, Yoichi Kitano, hat ja den ersten Platz belegt und der Kanadier Antoine Ballard-Fortier kam auf den 5. Platz, sind sich aber in dem Turnier selber nicht begegnet. Jetzt in der Gewichtsklasse bis 90 Kilogramm stellt sich gegenüber Saiki Ishiyama. Er hat in Bremen den 2. Platz gelegt, gegen den Kanadier Marshall. So, die beiden Begegnungen bis 100 Kilogramm und plus 100 Kilogramm verlaufen kampflos. Da hat die kanadische Mannschaft zurzeit keinen Kämpfer aufstellen können. Die Begegnung der beiden Mannschaften Japan gegen Kanada endete mit 8:0 und der Bewertung 75:0. Deutschland und Kasachstan auf die Matte. Ich möchte die beiden Mannschaften vorstellen. Bis 55 Kilogramm stehen sich gegenüber Kiel gegen Esnulaje. 60 Kilogramm Wittmann gegen Ismagila. 66 Kilogramm Konrad gegen Malaschew. 73 Kilogramm Hakenlad gegen Sakajew. 91 Kilogramm Gutsche gegen Rusukanov. 90 Kilogramm Glockner gegen Schinklev. 100 Kilogramm Rollwaage gegen Jenjanenko. Plus 100 Kilogramm Weiß gegen Chekaputov. Wir haben jetzt die Gewichtsklasse bis 55 Kilogramm, stehen sich gegenüber Kiel gegen Esnulaje. Dani Paul Kiel hatte in Bremen den 3. Platz gemacht. Der Medik des Polanjew konnte mit einem 2. Platz
das Team hier beenden. Jetzt hier in der Gewichtsklasse bis 60 Kilogramm steht sie gegenüber Willi Wissermann und Jelias Isagilov. Jelias Isagilov hat mit einem zweiten Platz das Turnier beendet und Willi Wissermann kam auf den siebten Platz. So, in der Gewichtsklasse mit 66 steht sich gegenüber einmal Hannes Konrad, der hat mit dem fünften Platz belegt, und Marius Berdek Meierchef, der mit einem dritten Platz im Bremen erfolgreich war. Das Turnier beendet.